Hallo, Sie haben auch kein Fax mehr, aber Sie wollen doch mal einen Fax verschicken, zum Beispiel zu einer Behörde oder einen Arzttermin absagen oder zusagen. Und Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, über dem Android-Handy ein Fax zu verschicken. Wenn Sie ein Kunde von Telekom sind, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, das Problem zu lösen. Leider ist der Service der Telekom mit dem Fax nicht ganz kostenlos. Zurzeit kostet es ungefähr 49 Cent pro Seite. Aber das Gute ist, es wird mit der Telefonrechnung abgerechnet, die man sowieso bekommt. Man muss jetzt nicht irgendwie noch extra was bezahlen oder irgendwas aufladen. Das ist der Vorteil, dieses Services. Gehen Sie als erstes auf Ihre T-Online-Adresse mit dem Standardbrowser des Android-Handys. Das wird sicherlich auch mit dem iOS-Handy funktionieren. Und öffnen Sie die Seite www.t-online.de. Dort finden Sie im oberen Bereich das E-Mail-Symbol. Das müssen Sie anklicken, um in Ihren E-Mail-Bereich des T-Online-Services zu kommen. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse ein und Ihr Passwort. Das ist das gleiche, was Sie auch für Ihren Desktop-PC benutzen würden. Und dort können Sie dann auch E-Mails verschicken, direkt aus dem Browser, ohne eine App zu installieren. Ja, jetzt müssen Sie auch noch die Cookie-Einstellungen zustimmen. Das ist ja immer Standard heute schon. Und dann sind Sie in den E-Mail-Bereich der mobilen App von T-Online. Von dort aus könnten Sie jetzt zum Beispiel Ihre E-Mail über den Telekom-Anbieter absenden. Aber leider gibt es dort diese Faxfunktion nicht. Und auch in der App, die hier als Werbung angeboten wird, die man sich installieren soll, da gibt es diese Funktion leider auch nicht. Deswegen müssen wir jetzt in die Desktop-Variante umschalten und dazu muss man in der Webseite also in dem Webbrowser, ganz unten rechts diese drei Strichen anklicken. Das ist bei mir der Samsung Webbrowser. Es mag bei dem Google Browser etwas anders sein. Und dort kann man dann das Menü Desktop Webseite anklicken. Das ist ein bisschen in dem Fall links unten in den Einstellungen. So, jetzt hat er umgeschaltet auf diese gleiche Variante, wie man auch am PC verwenden würde, halt nur in klein auf dem Handy. Und dort muss man wieder auch die Cookies akzeptieren und auch noch die Datenschutzbestimmungen und Hinweise, dem muss man auch noch zustimmen, damit man dann diese Faxfunktion aktivieren kann. Wenn Sie das alles gemacht haben, dann kommt auf der linken Seite ein schwarzes Menü. In diesem Standard-E-Mail-Programm von T-Online wird das dann sichtbar und das scrollen Sie ganz links nach unten. Sie sehen oben in dem Menü von dem Webbrowser, dass das nicht mehr m-e-mail.t-online heißt, sondern nur e-mail.t-online. Sie sind jetzt in dem ganz normalen Webbereich, den auch im PC Sie dort aufrufen können und Faxe verschicken können. Ja, jetzt müssen Sie das Formular ausfüllen, zum Beispiel Ihr Name, Ihre Firma. Das ist alles schon vorgeschlagen. Das heißt, da braucht man nicht mehr so viel machen. Das Besondere ist, Sie können auch jetzt ein Foto anhängen, zum Beispiel eine Unterschrift abfotografieren oder ein Formular abfotografieren, was Sie mit Fax senden wollen an die Behörde oder an irgendeinen anderen Dienst, wo Sie eine Unterschrift brauchen. Und Faxe sind ja zurzeit noch anerkannt als unterschriftsberechtigte Dokumente. Hier in dem Fall mache ich jetzt einfach mal ein Testfoto.
um zu sehen, ob der Anhang auch dann im Fax sichtbar wird. Ja, wenn Sie dann das gemacht haben, dann gibt es oben noch eine Vorschau, die sollten Sie auswählen. Ganz rechts oben kann man die sehen. Jetzt, dann brauchen Sie nicht nochmal irgendwie Dokument öffnen, sondern wenn Sie das gemacht haben, die Vorschau angeklickt, dann gehen Sie in Ihrem Handy und suchen nach dem PDF. Bei mir ist es so, dass die Suche auf dem Handy so ist, wenn man den Bildschirm so hoch scrollt von unten nach oben, dann kann man in dem Suchbereich ein PDF eingeben. Hier habe ich das PDF ausgerührt, das heißt die Faxpreview.pdf, und da sieht man jetzt in einer nicht so guten Qualität, aber da sieht man dann Ihr Fax, und als zweite Seite ist das eingescannte oder das hochgeladene oder das fotografierte Formular, was Sie dann zusätzlich eingefügt haben. Ja, dann können Sie nochmal Korrekturen im Formular machen und können noch weitere Angaben machen, an wen es gehen soll. Natürlich die Telefonnummer nicht vergessen und als allerletztes den Sendenknopf drücken. Dann sind Sie schon in dem Bereich, den Sie brauchen, um das Fax zu senden. Zwischendurch an dem Bereich, wo das Preview ist, da würde ich noch empfehlen, dass Sie sich das vielleicht selber als E-Mail nochmal zusenden. Es ist ja noch auf Ihrem Handy drauf, das PDF, diese Vorschau, so dass Sie dann ein Dokument zur Sicherheit haben, und dann könnte man das nochmal später vielleicht auch als E-Mail versenden, falls da ein Bedarf ist. Ja, das war es von meiner Seite, und ich hoffe, es macht Ihnen Freude, wenn Sie mal und von unterwegs ein Fax senden müssen, was sicherlich nicht mehr allzu häufig vorkommt.